Season 2, Kapitel 18, Dates 3. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Albert Einstein. James und Lily verließen gerade den Gemeinschaftsraum, beide nicht gerade mit glücklicher Miene. Remus wartete immer noch auf Emily. In diesem Moment kam sie die Treppe in den Gemeinschaftsraum hinuntergelaufen. »Hey«, begrüßte sie ihn. »Hey, wollen wir?« fragte er und hielt ihr seinen Arm hin. »Klar«, antwortete sie, hakte sich bei ihm unter und zusammen verließen die beiden den Gemeinschaftsraum. Gemeinsam machten sich die beiden auf den Weg nach Hogsmeade. Sie unterhielten sich über die Schule, über Quidditch, beide waren der Meinung, dass es unnötig sei, über ihre Freunde und über so vieles mehr. In Hogsmeade angekommen, gingen die beiden gemütlich durch das Dorf und machten hier und da einige Besorgungen. Schließlich fanden sie sich auf einer großen Wiese wieder, die hinter dem Wald lag. Von der Wiese aus konnte man perfekt auf die heulende Hütte blicken. Emily betrachtete diese aufmerksam. »Es soll das meist heimgesuchte Gebäude Englands sein. Die Dorfbewohner hören heute noch, immer zu Vollmond, Geräusche aus der Hütte«, erklärte sie, und Remus wurde leicht blass um die Nase. »Es ist wirklich faszinierend. Ich würde da liebend gerne mal reingehen«, fuhr sie fort. »Möchtest du wirklich?«, fragte Remus mit erstaunter Stimme. »Klar, du nicht? Als Rumtreiber?«, fragte sie neckend. »Na, dann lass uns losgehen«, sagte er, nahm ihre Hand und zog sie hinter sich her. »Wohin?«, fragte sie verwirrt. »In die heulende Hütte.« »Was?«, piepste sie. »Angst?«, fragte er herausfordernd. »Ich doch nicht«, sagte sie bloß und zog ihn mit sich, nachdem die beiden stehen geblieben waren. »Du gehst in die falsche Richtung«, unterbrach er sie. Mit hochrotem Kopf drehte sie sich um und folgte dem vor sich hingrinsenden Remus. »Wahnsinn«, flüsterte Emily ehrfürchtig. Die beiden standen in der heulenden Hütte. Der Raum sah aus wie ein Wohnzimmer. Es stand eine verstaubte Couch darin und auch ein paar Schränke standen an den Wänden. »Oben geht's noch weiter«, erklärte Remus und die beiden gingen in das obere Stockwerk. Der Flur verlief geradeaus weiter. Links und rechts gingen jeweils zwei Türen ab. Alle sahen sehr mitgenommen aus, aber die eine Tür zerfiel schon fast. Riesige Kratzer zierten die Tür. Emily betrat vorsichtig den Raum. Auf dem Boden verliefen viele Schleifspuren und auch Blutflecken fand man in der Ecke. Die Vorhänge des Bettes, welches in der einen Ecke stand, waren zerrissen und die Vorhänge am Fenster sahen nicht anders aus. Plötzlich ertönte aus dem Schrank ein lautes Poltern. Emily schreckte zurück und lief gegen Remus, welcher hinter ihr stand. »Was ist das?«, fragte sie ängstlich, als es erneut polterte. »Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, wir sollten von hier verschwinden.« Erneut polterte es. »Gute Idee«, quietschte Emily und rannte schnellstmöglich aus dem alten Haus heraus. Remus folgte ihr auf Schritt und Tritt. Er war einmal im Monat in diesem Haus, aber auch er hatte keine Ahnung, was dieses Geräusch war. Erschöpft kamen die beiden an der Wiese an. Emily stemmte die Hände in die Hüften und versuchte zu atmen. Remus stellte fest, dass er eindeutig mehr Sport machen sollte. »Was?
war das?« fragte Emily stockend. »Ich habe keine leiseste Ahnung. Glaub mir«, antwortete er erschöpft. »Eins steht fest. Ich muss da unbedingt nochmal rein«, sagte Emily nach einer Weile. Die beiden hatten sich auf den Boden gesetzt und blickten zur heulenden Hütte empor. »Wie bitte? Gerade bist du noch schreiend rausgerannt«, schmunzelte er. »Na und? Glaubst du etwa nicht an mich oder was?«, fragte sie ihn. »Doch, natürlich.« So stritten sich die beiden eine Weile weiter. Als es dunkel wurde, gingen sie langsam wieder zurück zum Dorf. Die Straßenlaternen waren schon an, als sie auf die Hauptstraße kamen. Schnellen Schrittes gingen sie den langen Weg zum Schloss hinauf. Gerade pünktlich zur Ausgangssperre traten sie durch das Schlossportal. »Was hältst du davon, wenn wir noch einen Abstecher in die Küche machen? Wir haben ja das Abendessen verpasst«, fragte Remus Emily. »Du weißt, wo die Küche ist? Ach, wieso frage ich überhaupt? Du bist ein Rumtreiber«, sagte sie, und Remus nahm das mal als Ja. Die nächste Stunde verbrachten die beiden damit, sich von den überaus hilfsbereiten Hauselfen bekochen zu lassen. Das Schloss war wie leergefegt, als die beiden am Porträt der fetten Dame ankamen. Die strafte die beiden nur mit einem bösen Blick und ließ sie, nicht ohne das Passwort, in den Raum hinein. Auf der Couch im Gemeinschaftsraum saßen Sirius und James und unterhielten sich. Als die beiden eintraten, sahen James und Sirius auf, grinsten dümmlich und wandten sich wieder ihrer Beschäftigung zu. »Es war ein schöner Tag«, sagte Emily. »Fand ich auch«, antwortete Remus, zog sie an sich und legte seine Lippen federleicht auf ihre. »Gute Nacht«, murmelte er, als er den Kuss beendet hatte, und Emily lief, leicht orientierungslos, in ihren Schlafsaal. Als letztes hörte sie die Jungs, sprich James und Sirius, jubeln. Die restlichen drei Mädchen saßen auf den Sofas und unterhielten sich über Lillys Date mit James. »Und wie war's?«, fragte Ashley, als Emily sich zu ihnen setzte. »Er hat mich geküsst«, murmelte Emmy leise. Aber anscheinend hatten die anderen es gehört, denn sie jubelten los. Cat umarmte Emily. »Ich freue mich so für dich«, sagte sie, und auch die anderen beiden beglückwünschten sie. Den restlichen Abend wurde das Date von Emily und Remus haarklein ausgewertet.